Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Maemo Games Serie. In diesem Video geht es um den Super Nintendo Emulator Dr. Nox NES. Den habe ich noch nicht installiert, installiere ich jetzt über den Programmmanager. Dazu braucht man das Extras Testing Repository. Also es ist nicht im normalen Extras drin. Ja, ich bin über jetzt T-Mobile verbunden, deswegen ist es vielleicht ein bisschen langsamer. So, wird installiert. Das kam eben, weil ich Categorize installiert habe, sodass ich die Kategorien in der Programmübersicht habe. So, jetzt ist Dr. Nox NES installiert. Sollte unter Spiele sein. Ja, da ist es. Ist jetzt das erste Mal, wo ich das öffne. Okay, gehen wir durch. Oben hat man anscheinend Optionen. Man kann eine Datei öffnen. Einstellung und die Credits. Okay, vielen Dank. Blablabla. WAZD. Okay. Bedanken wir uns mal bei ihm. Settings, also Einstellung. Player 1 hat die Steuerung über die Tastatur, gute Grafiken und so zoomen, dass es auf den Bildschirm passt. Keine Speedhacks, also wahrscheinlich irgendwie, dass es in der richtigen Geschwindigkeit abgespielt wird. Hier kann man sich eine ROM auswählen, dass der Sound läuft, dann ein Spiel starten. Target Frame Rate, also ja, die Frame Rate, also die Bilder pro Sekunde, die mit der es abgespielt werden soll. Da kann man sich auch anzeigen lassen im Spiel, und Turbo Mode ist wahrscheinlich, dass es schnell abgespielt wird. So, wählen wir uns mal ein ROM aus. Auf dem Nokia N900 habe ich hier Super Mario Kart nochmal. So, haben wir ausgewählt und mit einem Klick auf Spielen öffnet der das Spiel. So, da haben wir Super Mario. Oh, das ist ja nicht auszuhalten. Bisschen leiser machen. So, wie wir sehen, haben wir jetzt Super Mario Kart. Wenn ich auch noch wüsste, wie die Tastaturbelegung ist, vielleicht kann man ja hier mal zurückgehen und die sich vorher anschauen. Also nochmal in die Option rein. Ach, ist interessant. Jetzt kann man hier auch speichern. Okay, Optionen, Keyboard. Okay, A, X, Y. What? Was ist das denn für? Okay. Aha, interessant. Okay, okay, okay. Alles klar. So, also ich sollte zumindest jetzt fahren können. Jetzt kann man auch fortfahren. Interessant, dann geht das Spiel einfach weiter. So, ein Player-Game, Mario Kart GP, okay, 50 Kubikzentimeter Klasse, okay, alles klar, fahren wir los. Nehmen wir Mario, ja klar. Okay, und jetzt sollte es losgehen. Mushroom Cup Race, okay. So, ich würde mal sagen, das ist nein, nicht aufgeben. Ach, Herzog. Dummheit. Ja, ich würde sagen, das ist in voller Geschwindigkeit. So, wie fahre ich jetzt? No. Ich probiere jetzt einfach mal wahllos irgendwelche. Aha, hier springe ich irgendwie. Okay, bringt nichts, ich gebe auf. Dann muss ich mir die Steuerung nochmal anschauen. Aber wie man sehen kann, es läuft mit voller Geschwindigkeit und
Das war jetzt das erste Mal, wo ich das Programm geöffnet habe. Ich hatte es mir noch nie vorher angeguckt. Das heißt, es ist wirklich benutzerfreundlich. Test bestanden, würde ich sagen. Empfehlenswert. Aber bitte deaktiviert das Testing Repository, nachdem ihr das installiert habt, sodass es keine Updates zu vorhandenen Programmen einspielt, die vielleicht noch Fehler enthalten können. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.